Curiosity drives us from the very start. It's the force that helps us to overcome obstacles and come up with new solutions time and again. We gain experiences that define who we are and become our destiny. At Audi, having an inquiring mind is part of our DNA, and that's now taking us into uncharted territory. With our first wholly electric driven SUV, we take the industry in a brand new era. New aerodynamics, fast recharging, and long ranges for the future of mobility. We manufacture the batteries ourselves, so we've got all the skills to hand. Revolutionary interior design sets new standards. Next level assistance systems protect and take the pressure off drivers. Piloted driving becomes reality. The first piloted car. And soon we bring this technology into series production. And we are moving on to the next stage. Our cars communicate intensively and make driving safer than ever. They are perfect for the data highways of the future. They are rolling mobile devices. We push the limits. With a great team for revolutionary ideas and an exciting future. It's our destiny because we are Audi. So, hello everybody and a warm welcome Tag, here at the Damen Audi Booth. Ich begrüße Sie sehr herzlich am Audi-Stand. Zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. Und die CES ist ja immer der Anfang des Jahres in der Unterhaltungselektronik und seit 2011 nimmt auch Audi teil und dadurch ist das für uns jetzt auch der Beginn des Autojahres. Wir haben auf jeden Fall auch viel heute zu zeigen. Begrüßen Sie doch mit mir den Präsident von Audi of America, Scott Q. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank. Well, I would be remiss not to wish everyone a very happy new year. Ich möchte auch zunächst allen ein gutes neues Jahr wünschen. Es ist ja noch früh genug im Jahr, um das zu machen. Vielen Dank. Wir möchten Ihnen heute die Vision von Audi zur Zukunft der Mobilität darstellen. Es handelt sich dabei um eine Vision, die auf der Realität gründet. Was wir hier zeigen, hat wirklich den Gedanken der Mobilität gewandelt und das wandelt auch Audi selbst. Wenn Sie mal daran denken, es hat 40 Jahre bei Audi gedauert, 40 Jahre bis 100.000 Fahrzeuge in den USA verkauft wurden 2010 und am Montag konnten wir bestätigen, dass wir jetzt über 200.000 ausgelieferten Fahrzeugen in den USA liegen zum ersten Mal, also unseren Absatz in 5 Jahren praktisch verdoppelt. Über 200.000 Fahrzeuge. Vielen Dank. Und ein Grund dafür, für dieses explosive Wachstum, das ist wirklich die Technologieführung, die Audi auch hier auf der CES zeigt. 2010 haben wir die Google-Partnerschaft mit Google Earth vorgestellt. Da haben wir den Gebrauch von Landkarten gewandelt im Fahrzeug. Wir haben das heute schon in fast 500.000 Audis und 2012, als wir MIB, die Infotainment Architecture, eingeführt haben, damit können eben die ganzen Technologien, die sich heute entwickeln, genutzt werden. Bald wird schon jeder Audi davon profitieren. 2013 hat Audi auch als erste das pilotierte Fahren vorgestellt und Parken auch hier in Las Vegas, 2 Jahre vor allen anderen, die gegenwärtig das mit großem Getöse vorstellen. Und natürlich werden wir auch immer atemberaubendes Design zu zeigen haben. Schauen wir uns das mal an, wie Design und Technologie hier zusammenpassen. What does the future of electric mobility hold? Is it excellent driving range? Optimal everyday practicality? Lightning fast charge times. The Audi e-tron Quattro concept, the benchmark of future technology. An e-tron with a total range of over 310 miles that can be fully charged at 150 kilowatts within 50 minutes. The battery is mounted low to optimize handling.
It accelerates from 0 to 60 miles per hour in 4.6 seconds and can generate a torque of 590 pound-feet. This is accomplished by three powerful electric motors and four-wheel drive. Audi Quattro. The Audi e-tron Quattro concept has a drag coefficient of just 0.25. Superior figures for an SUV. This is enabled by an enclosed underbody, dynamic air suspension, and movable aerodynamic elements that optimize airflow around the car based on its driving speed. Vorsprung durch Technik in all components. Matrix laser OLED headlights. The high-end Z-Fast processor for piloted driving. A high-output solar roof. And an innovative interior concept with curved OLED touch displays. The Audi e-tron Quattro concept. Das sind doch tolle Sachen zu sehen. Audi fokussiert sich auf effiziente und nachhaltige Mobilität. Das ist die richtige Richtung für die heutige Zeit und für unseren Markt. Für viele bedeutet das ganz einfach Batterien und Elektromotoren statt jahrzehntealten Verbrennungsmotoren und Getrieben. Bei Audi bedeutet das aber, dass wir den Fortschritt in jedem Detail mitvollziehen. Das sehen Sie hier im Audi e-tron Quattro, einem SUV mit einem fantastischen CW-Wert von 0,25. Wir haben hier drei Elektromotoren und damit beispiellose Fahrdynamik. Die Batterien, das Batteriemanagement entwickeln wir selber. Wir haben hier auch Partnerschaften mit Herstellern, um hier weiterhin den Wandel möglich zu machen. Damit haben wir die Supply Chain für viele Jahre für den e-tron. Wir wollen auch sicherstellen, dass die Elektrofahrzeugfahrer sich stützen können auf Schnellladenetzwerke und wir möchten hier auch 25% unseres Geschäfts mit Fahrzeugen machen, mit Stecker. Zusätzlich die effiziente 48-Volt-Technik, die in den meisten Audi-Modellen kommen wird. Und natürlich soll das auch unser Geschäft weiterentwickeln. Damit begrüße ich meinen Kollegen Ricky Hudi, den Leiter Elektrik- und Elektronikentwicklung, der damit für dieses Kernstück der Innovation bei Audi verantwortlich zeichnet. Danke schön, Scott. Dankeschön, Scott. Ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen. Die Automobilindustrie erlebt gegenwärtig einen radikalen Wandel. Die Digitalisierung definiert die Eigenschaften des Fahrzeugs, so wie wir es heute kennen, ganz neu. Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren sind die Trends, die für die Fahrzeuge von morgen maßgeblich sind. Der Wandel reicht allerdings sogar noch weiter. Daten, die Cloud-Technologie und neue Geschäftsmodelle sind die Haupttreiber der Innovation und führen zu einem Ökosystem um unser Kernprodukt herum. Das Ausmaß des Wandels ist nicht vergleichbar mit all dem, was wir seit der Erfindung des Automobils erlebt haben. Ein gutes Beispiel dafür, was in Zukunft zu den Kernaktiva gehört, ist unsere Vision für das Unternehmen HERE, das vor kurzem gemeinsam von Audi, BMW und Daimler erworben wurde. Die Echtzeit-Landkarten und standortspezifischen Daten sind die Grundlage für die sogenannte Location Cloud. Unser Ziel ist es, das Automobil auf eine ganz neue Ebene zu bringen, dem Kunden eine durchgängige Rundum-Erfahrung zu bieten. Meine Damen und Herren, wir erschaffen nicht nur ein lückenloses Ökosystem um das Fahrzeug, all unsere Schlüsseltechnologien sind in diesem Audi e-tron Quattro Konzeptfahrzeug bereits integriert. Schauen wir uns das mal genauer an, die faszinierenden Lösungen in diesem Fahrzeug. Unsere Matrix-Laser-Technologie ist der nächste Schritt in der Entwicklung der Automobilbeleuchtung. Hunderttausende Pixel leuchten die Straße aus, das bedeutet hohe Auflösung und einmalige Präzision. Wir arbeiten gegenwärtig auch an organischen LEDs für das Rücklicht. Das führt zu noch mehr Designmöglichkeiten und erhöhter Sicherheit. Sicherheit und Komfort
erhöhen sich auch weiter durch den virtuellen Außenspiegel. Die Umgebung wird im Fahrzeug auf hochauflösenden OLED-Displays bildlich dargestellt. Mit dem virtuellen Rückspiegel gibt es bei unseren Fahrzeugen auch keinen toten Winkel mehr. Es freut mich, Ihnen heute als Weltpremiere den Innenraum der Zukunft präsentieren zu können und Ihnen zu zeigen, wie der Fahrer damit umgeht. Es handelt sich um eine völlig neue Kundenerfahrung. Wir haben unser erfolgreiches Audi Virtual Cockpit weiterentwickelt zum Audi Virtual Dashboard. Alle Displays haben jetzt OLED-Technologie. Direkt im Blickfeld des Fahrers liegt das Audi Virtual Cockpit Curved OLED. Das Audi MMI in der Mittelkonsole gibt einen Eindruck von der digitalen Zukunft. Das obere Display dient hauptsächlich der Steuerung von klassischem Infotainment wie Navigation und Medien. Das untere Display ist ebenfalls neu und visualisiert die Klimatisierung. Mit frei belegbaren Preset-Tasten kann der Fahrer dazu wichtige Informationen abrufen. Beide Displays in der Mitte sind mit einer revolutionären neuen Technologie ausgestattet. Wir nennen das Audi MMI Touch Response. Hauptvorteil ist, dass es sich beim Fahren mit minimaler Ablenkung bedienen lässt. Unser Ziel ist die Seamless Connected Experience im Fahrzeug, also eine Erhöhung der Fahrerorientierung und Kontextbewusstheit. Die Fahrerorientierung erreichen wir durch die Nutzung von Daten über die Gewohnheiten des Fahrers, seine Vorlieben oder sogar auch Gesundheitsdaten. Natürlich nur, wenn der Kunde dazu bereit ist. Wir haben also die Context Awareness, indem wir Informationen von außerhalb des Fahrzeugs nutzen. Wir nutzen dabei Daten von anderen Fahrzeugen, von Ortschaften und aus dem Internet. Die Hauptquelle der Informationen wird aber unsere Location Cloud, die von hier kommt. Meine Damen und Herren, dank all dieser Eigenschaften werden wir in der Lage sein, für unsere Kunden im Alltag wichtige Zeit freizusetzen. Nicht nur die Connected Experience ist revolutionär, sondern auch unser Ansatz zur Elektronikarchitektur. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Audi heute in der Lage, Technologien schnell zu integrieren mit dem gleichen Innovationszyklus wie die Unterhaltungselektronik. Außerdem freut es mich auch sehr, ankündigen zu können, dass Audi auch seine Partnerschaft mit Qualcomm stärken wird. Ab diesem Jahr sind wir auch in der Lage, Snapdragon-Technologie in unseren Fahrzeugen zu nutzen. Damit haben wir jetzt einen weiteren starken Partner an unserer Seite. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den CEO und Mitbegründer von NVIDIA, Jensen Huang, und den Executive Vice President und Präsident von Qualcomm, Cristiano Amon. Vielen Dank, Jensen, und vielen Dank, Cristiano, für diese tolle Partnerschaft, für diese lang anhaltende tolle Partnerschaft. Es ist wirklich unglaublich, was wir bereits gemeinsam erreicht haben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, dieses Fahrzeug setzt nicht nur den Standard im Hinblick auf Infotainment und Fahrererlebnis. Es ist auch in der Lage, voll autonom zu fahren. Und in den vergangenen Jahren hat Audi in diesem Bereich außerordentliche Pionierarbeit geleistet. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Piloted driving. For years now, Audi has been leading the way on all types of terrain. In 2009, a driverless TTS drives through the Salt Flats, and 1 year later, up the legendary Pikes Peak. Audi is the first car maker to be issued a license for testing piloted driving on public roads in Nevada, and it proves the reliability of its technology in other states too. At CES, Audi presents a crucial step toward production readiness, the ZFAS controller. The next milestone, piloted Audi RS7 cars post excellent times on international race courses, generating enthusiasm among journalists and spectators.
journalists experience piloted driving for the first time on a landmark endurance drive over American highways. The technology works. It absolutely works. I trusted the car more than I would trust myself. Test of stamina in a mega city. A piloted A7 handles driving in traffic despite heat, smog, potholes, and complex roads. Audi is the pioneer in piloted driving. A technology that you will all be experiencing. Made by Audi. Cool movie, isn't it? Das ist doch ein tolles Video, oder? Thank you. Dankeschön. Jedes einzelne Jahr haben wir unsere Kenntnisse im pilotierten Fahren weiterentwickelt und kommen der Serienproduktion immer näher. 2013 hat die Technik noch den ganzen Kofferraum eingenommen. 2014 hatten wir bereits das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät ZFAS und kamen damit der Serienproduktion für das pilotierte Fahren schon sehr viel näher. Jetzt ist die ZFAS bereit für die Serienfertigung, meine Damen und Herren. Das Hirn des pilotierten Fahrens ist heute kleiner sogar als ein Tablet. Die zweite Generation dieses Supercomputers mit einer mehrfachen Leistung, ist bereits unterwegs. Möglich gemacht wurde das dadurch, dass wir gegenwärtig einen Durchbruch auf zwei Grundlagen erreichen: eine dramatische Erhöhung der Rechenleistung und gewaltige Fortschritte im Maschinenlernen und in der künstlichen Intelligenz. Und das Beste daran ist, der Mensch hat davon einen echten Vorteil. Mit pilotiertem Fahren können wir unseren Kunden einen wichtigen Aktivposten zurückgeben. Die Zeit, die sie im Auto verbringen, lässt sich effektiver nutzen. Sie haben heute gehört, wir investieren sehr stark in die Entwicklung sowohl unseres Kernprodukts, des Fahrzeugs und der Infrastruktur, sodass neue Dienste und Geschäftsmodelle möglich werden. Wir werden in unserem Kernprodukt gewaltige Rechenleistung haben und die ZFAS wird in der Lage sein, ständig die Daten über die Straße mit den Daten aus den eigenen Sensoren vergleichen. Damit wird mit jeder Meile jedes einzelne von unserer Cloud wertvoller und macht damit den Gebrauch unserer Fahrzeuge umso attraktiver. Jedes Fahrzeug hat Zugriff auf Echtzeitdaten aus der Cloud, kann intelligent planen und auf sich verändernde Bedingungen reagieren. Mit autonomen Fahrzeugen und einer hochauflösenden Cloud ergeben sich vollständig neue Geschäftsmodelle. Das Fahrzeug kennt dann ihre Gewohnheiten, ihren Terminkalender und weiß Bescheid über Points of Interest, die Sie interessieren. Damit werden neue Kundenfunktionen möglich, wie Smart Parking, Reaktion auf Straßenbedingungen und den Link zur Smart City Infrastruktur. Damit erreichen wir eine durchgängige Kundenerfahrung, wie es sie noch nie vorher gab. Meine Damen und Herren, heute entwickeln wir bei Produktleistung und Qualität die besten Autos der Welt. Das ist das Einzige, was sich auch in Zukunft nicht ändern wird. Unser Kernprodukt wird elektrifiziert, voll vernetzt und ist in der Lage, autonom zu fahren. Um aber die gesamte Industrie zu revolutionieren, müssen wir weitergehen. Wir müssen ein Ökosystem aufbauen, das das Fahrzeug auf ein neues Niveau bringt, was Fahrerorientierung und Kontextverständnis angeht. Unsere Fahrzeuge kennen dann die Personen im Fahrzeug. Sie bieten ein direktes Interface, sodass wir das Fahrzeug entsprechend weltweit anpassen können. Das Ergebnis ist eine faszinierende, durchgängige Kundenerfahrung. Genau das umfasst unser Versprechen Vorsprung durch Technik in der neuen Ära der automobilen Innovation. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Besuch auf der Pressekonferenz. Wir freuen uns, wenn Sie
sich unsere Technologien, unsere faszinierenden Technologien hier auf unserem Stand genauer ansehen, auf der CES 2016 hier in Las Vegas. Dankeschön. Dankeschön, Ricky Hoody. Danke, Scott Q. Auch für diese ganzen fantastischen neuen Informationen über die Fahrzeuge. Sie werden sicher viele Fragen nach der Pressekonferenz haben. Wir möchten Ihnen deswegen auch die Möglichkeit bieten, sich an diese wichtigen Menschen jetzt zu wenden, an Scott Q und Ricky Hoody und die anderen Fachleute, und zwar im Tech Talk um 12.30 Uhr in S228 um 12.30 Uhr. Wir freuen uns, Sie dort begrüßen zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt können Sie sich hier die Fahrzeuge noch anschauen für den US-Markt. Der A4, der Q7 sind gerade angekommen. Und es gibt auch noch interessante Dinge über die Beleuchtung hinter der Videowand. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auf der CES und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.